Rund 30 Jahre lang lebten und wirkten sie miteinander. Es ist das einzige Bild, in dem Marianne von Werefkin zusammen mit Alexei von Jawlensky vor einer Staffelei zu sehen sind. Im Hintergrund dieses Selbstporträt, das im Kunstbau des Limbach-Hauses in der Ausstellung Lebensmenschen im Original zu sehen ist. Sie hat sich eben auf Porträtmalerei damals spezialisiert und hat so eine dunkeltonige, eher altmeisterliche Malweise gehabt, die aber damals ganz angesagt war. Und ihr Selbstbildnis ist erstaunlich locker und auch selbstbewusst ganz frei gemalt. Und sie hat ja eine Matrosenbluse an, also ein eher männliches Kostüm. Und mit dem Pinsel in der Hand und so weiter stellt sie sich als im Grunde zukunftsfrohe, gereifte, aber auch lebendige Malerin dar. Zusammen gehen Werefkin und Walensky nach München. Dort legt Werefkin 10 Jahre lang den Pinsel weg. Sie will Jawlensky, der sich mit Stillleben und Figurenmalerei befasst, fördern. Aber sich ganz viel mit Kunsttheorie, auch mit Farbmischungen und so weiter befasst. Und aber auch eben die Avantgarde der gleichzeitigen Zeit oder gerade vergangen, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, stark beobachtet und rezipiert. Und das hat sie unter anderem auch an Jawlensky immer vermittelt. Nachdem Werefkin sich ab 1907 wieder selbst der Malerei widmet, findet kurz darauf in Murnau der Wendepunkt des künstlerischen Schaffens beider statt. Hier Ortsansichten im farbintensiven und flächig expressionistischen Stil. Als der Erste Weltkrieg beginnt, heißt es umziehen in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Schweiz. Die Beziehung leidet. Blicke aus dem Fenster von Jawlensky und Liebeswirbel bei Werefkin. Wo man eine kleine Frauengestalt so ganz verloren in der Mitte stehen sieht und drumherum wirbeln so verliebte Paare. Alle sind irgendwie verliebt und vereint, nur sie ist isoliert und gekränkt und alleine. Und dann eben diese Farbwirbel und diese steile Bergwelt der Schweiz, die sie sehr beeindruckt hat. Die Trennung der gegenseitig befruchtenden Beziehung findet ab 1921 statt. Werefkin bleibt ihrer erzählerischen Gefühlsmalerei der Schweizer Bergwelt treu. Jawlensky widmet sich erneut Kopfmotiven. Und ab den frühen 20er Jahren hat er über diese mystischen Köpfe, heiligen Gesichte, abstrakte Köpfe, so nannten sich diese Serien, bis hin zu den Meditationen, sich immer weiter auf das menschliche Antlitz konzentriert und sich damit beschäftigt. Und er wurde damit auch zu einem Vater der seriellen Malerei, kann man sagen. Er hat ganze Serien gemalt. Die Ausstellung Lebensmenschen, Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin im Kunstbau des Limbach-Hauses, ist noch bis 16. Februar 2020 zu erleben.